gleich eine Ansprache. Jetzt sind die Fans gefordert. Entweder das Deutsche ist schon richtig gut oder das Spanische ist sehr gut geworden. Und das gibt's so nur bei uns. Sehen Sie, Herr Hellmann, und das kann nur der Fußball. Das stimmt. Das kann nichts anderes. Das ist, wenn man das erleben darf. Und wir dürfen ja auch ein bisschen mit dabei sein, und es ist gut so. Und das ist es übrigens, warum ich so gerne hier bin. Verständlich. Es wird ihm noch ein bisschen was eingeflüstert, Raoul, damit er auch weiß, was er sagen soll. Herr Tönnes, ein kleiner Ausblick auf Manchester. Ja, Sie müssen da gleich wieder los. Ich denke, wenn wir da beherzt aufspielen, so wie wir es heute gemacht haben, dann haben wir eine gute Chance, dort denen auch ein bisschen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Herrliche Bilder. Genießen Sie es noch den ganzen Abend. Ja, vielen Dank. Ich feiere weiter. Heute geht's. Danke. Danke sehr. Matthias, sag mal, wie hat Ralf Rangnick das geschafft, in der kurzen Zeit der Mannschaft die Angst vor Fehlern zu nehmen und den Mut und das Selbstvertrauen zurückzubringen? Ja, Sie merken ja auch vor der Sendung, ich bin da natürlich auch ein bisschen auf der Seite, dass ich sage, ja, da ist ein Trainer gekommen, der ja auch einen völlig anderen Führungsstil hat und vielleicht auch in Nuancen eine etwas andere Auffassung vom Fußball. Aber ohne wichtige Grundlagen, die vorher gelegt wurden, kannst du dann auch nicht auf ein Fundament aufbauen. Und deshalb sollte man jetzt auch das von der Analyse her natürlich hoch anrechnen. Das ist außergewöhnlich, aber es ist eben auch eine normale Situation, wenn man sich im Fußball ein bisschen auskennt, dass eine Mannschaft, die meinte, ein bisschen unterdrückt zu sein, wie auch immer, dann natürlich auflebt und ihr wahres Gesicht zeigt. Nur, auch bei aller Euphorie, ich bin ja dann immer der andere. Der Edu hat im Hinspiel ein super Spiel gemacht, aber heute war auch ein bisschen weniger. Das heißt ja nicht immer, dass man immer über die Maßen spielen muss, aber man muss sich auf Dauer beweisen. Und das war ein super Start. Ralf Rangnick hat in kurzer Zeit der Mannschaft eine sehr, sehr gute Grundordnung auch verpasst. Nochmal aufsetzen an dem, was vorher war, und kann wichtige Impulse setzen. Und eins muss man natürlich auch sagen, in so einer Phase, wenn man dann im Viertelfinale der Champions League spielt, ist es dann auch schön zu arbeiten. 4 Siege in Folge jetzt für Ralf Rangnick. Fantastische Bilder hier. Wir machen kurz eine kleine Pause, sind dann wieder da. Raoul trifft zum 1:0, bereitet das zweite vor und lässt sich jetzt von den Fans feiern. Perfekt. Champions League auf Sky wird Ihnen